Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir befinden uns genau hier, in der verlassenen Hütte. Und sind in einen unterirdischen Keller gelandet. Vault? Fragezeichen. Die von Sins irgendwie hier beherbergt wird. Da sind sie wieder. Schluss mit Gut, was? lustig. Schnappen wir uns die. Weil, warum denn nicht? Geht aber ganz schön tief hier runter, fällt mir auf. Ja, ich habe eine dicke Rüstung. Schlechte Idee. Ja, es sind jetzt nicht so ein Problem. Irgendwie Ghule nur mit Waffen. Ihre Okay. Zerstörung ist unvermeidbar. Warum? Ja, nur zwei? Sah nach ein Es bisschen hat mehr Schaden Feuerkraft bekommen. aus. Leider Schaden. Langsam aber Ja, wenn es sicher nicht haben anders wir die geht. alle weg. Hallo. Ist der Anführer den ganzen Weg hier hochgegangen. Das war wohl der letzte. So. Ja, ich glaube, das stimmt. Man will ja nichts vergeuden, nicht wahr? Na gut. Wie sieht's denn hier aus? Überwachungsgerät. Ja gut, ja, war interessant hier aus. Sieht schon so ein bisschen aus wie eine Vault. Aber nur ein bisschen. Gucken wir mal. Fragt man sich ja schon wieder, warum hier Sins rumlaufen. Wird ja wohl irgendwie noch andere Wege geben, wie man hier reinkommt. Kann ja nicht nur durch seine Hütte irgendwie sein. Aber mein Fusionskern ist gleich alle. So einer. Habe ich nur noch 8 übrig. Plus die 70, 80, die ich noch zu Hause habe. Also ja. Wird ein bisschen dauern, bis die mir ausgehen. Aber naja. Ich warte ja nur auf diesen einen Moment, in dem ich irgendwann versuche, so ein Ding jetzt zu entschärfen und irgendeiner meiner Verbündeten schubst mich so ein bisschen herein. Irgendwann wird es passieren, ich weiß es. Ich warte ungeduldig auf diesen Moment. Naja, muss ja aber irgendwie eine Wackelpuppe oder irgendwie sowas geben, oder? Komm schon. Komm schon. Habe ich wieder volle dabei gehabt. Sieht schon wieder richtig voll aus. Egal. Ja, logischer, wenn erst die angenagten Dinger verbraucht werden, anstatt immer direkt einen neuen reinzupacken, das ist auch voll schwachsinnig. Und schon wieder geht die Übersicht flöten. Du bist dieser Akrobat, ne, den ich erledigt habe. Der so einen Freudensprung gemacht hat in seinem Tod. Wee. Nein, ich wollte. Ja, Klammer hier. Und die Zigaretten, die auch.
War ich hier schon? Ich weiß es nicht. Hier hat Zigaretten drin, also nehme ich mal nicht. Heutzutage verlassen sich zu viele Leute auf Gewalt als Problemlösung. Schau dich um, dann siehst du, was sie das führt. Dann benutzen die halt noch nicht zu viel Gewalt. Wenn Gewalt nicht alle Probleme löst, setzt man einfach mehr Gewalt ein. Ist doch einfache Logik, einfache Mathematik. Was? Was? Okay. Schon denken wir nur die eine Hütte hier hinzuführen oder auch nicht. Irgendwie komisch. Und hallo. Was zum Teufel? Was mache ich denn jetzt? Das kannst du in die Power Armor rein? Was mache ich denn jetzt? Kann ich nichts sagen, der soll in so eine Power Armor rein? Muss ich wohl irgendwann hier nochmal zurückgehen und die holen? Aber wenn er eine Power Armor ist, dann wird ja auch irgendwo ein Grund sein, warum hier ein ist, ne? Nein! Ne, komm mal her. Zu wenig, oh, nur mein rechter Arm ist kaputt, okay. Ach so. Ich will sagen, was für ein Motto ich denn die ganze Zeit mit mir rumschleppen. Ich was für dich tun? So, Nick, geh mal. Hey, schieß los. Sitzen, betreten, Pause. Okay, cool. Aber wahrscheinlich kann er da nicht rein, weil er keinen Dings hat, ne? Der keinen Fusionskern hat. Ich glaub, da komme ich nicht ran. Würde mich eigentlich auf den Arm nehmen. Jetzt gehe ich mit meiner Power Armor in die Power Armor rein. Hey, ich bin ganz Ohr. Kannst auf mich zählen. Boah, ich habe da auch mich andauernd da durchzuglitschen. Na gut. Aufgepasst. Mal sehen, was ich tun kann. Schon erledigt. Los, geht da rein, verdammt. So. Das Problem ist, wie kriege ich den wieder raus? Lass dir all die PS mal nicht zum Kopf steigen. Meine sieht viel schicker aus. Aufgepasst. Weit möchtest du über etwas reden? Okay. Das ist alles, wie du meinst. Gut, haben wir das erledigt. Sehr gut, ist auch mal beide Power Armors.
Ich doch meine Hand. Was kann ich jetzt mit der Hand? Aufgepasst. Was immer du brauchst. Hoffentlich benutze ich Fusionskerne nicht, ne? Lass mich mal. Mark 2, Linksbein. Lass mal, lass mal. So. Macht er sein, setzt er sein nicht wieder aus, okay. So, tu mal wieder ein bisschen Beziehung mit mir steigern. Das wär's. Aber auch nicht. Warten wir erstmal. Ich stehe Bruderschaft. Valentine hat das gefallen. Ich werde aber den Aufzug danach noch benutzen können, wenn ich hier überhaupt mache. Ja, sowieso schon was kommt. Ich versuche da irgendwas umzuändern und die kommen dann und legen sich mit mir an. Okay. Hi. Hier mit dem falschen Sinn. In der Nähe, das Ding bestimmt gut. So. Geht jetzt Aufzug. Aber wenn wir beide da einsteigen, tun wir die Gewichtsüberschreitung von dem Ding ja überlasten. Oben? Fünfter Stock. Okay. Fünfter Stock, was? So weit nach oben ging es doch gar nicht. Was? Oh, okay. Ja, es wird die verlassene Hütte zum Bundesüberwachungszentrum. Okay. Da ist auch nochmal ein Bunker. War Ding schon immer da? Egal, da ist noch ein Bunker. Schnappen wir uns den. Power Armor Duo. Knöpft sich jetzt hier das Ödland vor. Schon wieder zwei neue Power Armors, meine Güte. Das ist doch absolut krank. Was haben wir denn da? Irgendwas, was jetzt nicht noch 20 Minuten dauert. Was tust du denn? Oh.
Stimmt, der Mech kann jetzt halt auch solche Dinger. Alter, was? Alter, man kann es auch ein bisschen übertreiben. Was ist das? Also ist das Gebiet hier echt chillig. Also vor allem vollkommen verstrahltes Gebiet. Schmalzlockenbrücke. Ich weiß noch, wie ich die mal zum Einkaufen angehabt habe. Alter, da kommst du so zu mir hin. Und die Knarre voraus. Oh, Gewichte. Das Hauptsache Gewichte. Wenn man sich irgendwo in einem Bunker verschanzt. Muss ich ja fit halten, ne? So, ich frag mich. Schlägt dein Geigerzähler auch Wurzelbäume? Das. So, hallo. Mal schon sagen, wenn hier schon wieder ein Power-Ammo ist, ne? Ja, Nick. Mach dich darauf gefasst, mich zu lieben. Boah, echt? Was? Oh. Das wird jetzt nicht gut sein. Oh, ich bin überladen. Where will you be when the Holocaust comes? Bin drin. Ja, jetzt kommen die ganzen Roboter und machen mich fertig, ne? Oder auch nicht. Na gut, dann nehmen wir uns hier, was wir brauchen. Schichtwechsel für alle Killer des Commonwealth. So, mehr nicht. Nö, okay. Sieht mir schon wieder noch zu wenig aus. Vor allem, wenn ich noch nicht sehe, wie man die Roboter ja aktivieren kann. Was mit euch? Na gut, dann nicht. Wenn ich mal mit dem Lasergeschütz auf sich hat, aber okay. Ja, ist ja noch irgendwas? Ungefährer Nähe irgendwie nicht. Das, wenn ich jetzt was finde, lass mal das links liegen. Das war eine Lüge. Und das finde ich schon direkt wieder was. Ist das ein Berg? Das Zeichen.
wenn wir da mal in Mobs Geschwindigkeit hätten. Am besten ohne irgendwas über den Weg zu laufen. Red Rocket Raststätte. Eine Red Rocket Raststätte. Wegen Sie kriegt mir schon Panik. Mein Gott, ist meine Strahlung hoch. Ich kann nicht gesehen. Wir haben Heiler. Der ist größer als restlichen Skorpione. Nur eingebildet. Ja, mit dem Ding kann's mir nix. Ja, willst du, oder? Ja, hier ist sogar halbwegs schönes Wetter, merke ich gerade. Red Rocket. Dürfte ja nicht so groß sein da drin, da ist nur eine verdammte Tankstelle. Das ist bestimmt die Tankstelle aus dem Intro. Nein, Quatsch. Ich die auch mal gerne finden würde. Das sieht so aus wie in jeder Red Rocket Raststätte. Also genau wie bei mir zu Hause. Meine Basis ist viel hübscher. Und schon wieder was verschlossen, Hofmeister. Mal sehr oft in letzter Zeit. Natürlich noch geil, wenn ich jetzt ein Level abbekommen würde, ne? Also viel Glück werde ich wahrscheinlich nicht haben. Die auf dem Karte verzeichnet? Nö. Okay. Dann macht es irgendwie Sinn, dass hier nicht viel ist. Na gut. Dann. Ich glaube zum Leuchten im Meer. Und dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Diesen Berg werden wir irgendein andermal. Ich beende die Aufnahmesession, also weiß ich nicht, ob ich das im nächsten Part nachgucken werde oder ob ich irgendwo anders hingehen werde. Ich finde es ja gerade ein bisschen interessant. Auf jeden Fall beende ich hier erstmal den Part und dann sehen wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Let's Play Fallout 4. Ich bleibe mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.